Wie ist das, Papa zu sein? Wie ist die neue Papa-Rolle? Und hast du es dir so vorgestellt? Wie fühlst du dich, wenn du deinen Sohn anschaust? Welche Werte willst du ihm mitgeben für die Zukunft? All diese Fragen und vieles mehr wird Huli, mein Ehemann, euch heute in diesem Video ein bisschen beantworten. Wir gehen jetzt raus spazieren mit dem Kleinen und es ist schönes Wetter, von daher nutzen wir das jetzt aus. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt sehr, sehr gerne dran. Wir sind jetzt endlich draußen. Romeo schläft auch schon. Das ging diesmal so, so schnell. Richtig crazy. Irgendwie fängt er an, den Kinderwagen richtig zu mögen. Die allererste Frage, die ihr auf Instagram uns gestellt habt, beziehungsweise Huli, ist, wie ist es jetzt, Papa zu sein? Papa zu sein. Bueno, es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, sinceramente. El saber que tengo una criatura tan pequeñita a mi cuidado y que él depende de uno que es tan frágil, que es tan frágil, me hace ser como más cuidadoso, más protector, más papá. Pasa que en este nuevo rol uno tiene que aprender muchas cosas, pero vienen sentimientos de protección, de cuidado, de provisión también, y es bonito, la verdad. Die nächste Frage, die Huli gestellt worden ist, ist, was war die größte Umstellung für dich in dem Thema Papa sein? Was hat dich am meisten herausgefordert? Una de las mayores Umstellungen creo que fue el Schlafmangel, o sea, la falta de sueño. Aunque hoy por hoy debo decir que Rebeca me ayuda mucho debido a los exámenes que estoy haciendo, que voy a hacer ahora, estoy estudiando mucho. El cansancio extremo de, por ejemplo, no dormir, llegar a casa y tampoco poder dormir porque el niño a lo mejor no duerme o porque él está espabilado o porque X cosa, ¿no? Y tener que adaptarse a él es tremendamente agotador, pero a la vez, ya te digo, renueva las fuerzas de alguna manera, porque tú lo ves y dices, vale la pena sí. Seguir. Ja, así es. Pero sí, mi problema es Schlafmangel. Y hay Schlafmangel? Sí que hay. Jetzt die nächste Frage, die Huli gestellt worden ist. Welche Werte möchtest du als Papa vermitteln? Dentro de lo posible le intentaré transmitir buenos valores, valores cristianos, ya que nosotros, bueno, yo soy creyente. Nosotros somos creyentes. Valores como el perdón, por ejemplo, no solamente de hablar, sino de que él vea entre nosotros, por ejemplo, cuando hay algún malentendido, lo que sea, pues saber perdonar al otro. El ser honesto también, el hablar siempre con la verdad por delante, el poder ayudar a otros, el respetar a los papás, personas mayores también, sobre todo ser humilde, ser una persona humilde. No siempre, no querer codiciar tampoco, no querer, no ir siempre detrás del dinero, ser una persona humilde y agradecida con lo que uno, con lo que Dios ha dado, yeah, con lo que Él tiene. Son los valores en general más o menos que uno intentaría transmitirle. Obviamente valores en el futuro, yeah, bíblicos, poder enseñarle desde pequeño la oración, por ejemplo. La palabra de Dios también. Also die nächste richtig interessante Frage ist, was fällt dir am allerschwersten, ne, am Papa sein? No la tuve que pensar mucho, la verdad. Para mí lo más difícil es tener a mi familia lejos, que no puedan disfrutar de él tanto como yo quisiera. Eso es lo más difícil, lo más duro para mí. Aunque intentamos dentro de lo posible ir a España, de todas maneras vivimos acá y claro, me gustaría que estuvieran cerca para que también vivieran y también sean partícipes de, pues de él, de su vida, de su crecimiento, de todo eso. Yeah. Y bueno, siempre digo, wow, mi papá está también lejos, él sería su médico. Qué pena que no esté por aquí o yo por allá. Pero bueno, eso es lo más difícil. Die nächste Frage lautet, wann möchtest du persönlich ein zweites Kind? Das finde ich jetzt ziemlich interessant, die Antwort, die darauf geben wird, die kenne ich nämlich selber nicht. Me gustaría que él primeramente tuviera un poco de independencia, es decir, que él ya se valga por sí mismo, que él haga cosas ya solo y que no tengamos que estar mucho como ahora, por ejemplo, que él depende 100% de nosotros. Obviamente es un bebé todavía y será un bebé, aunque ya te digo, después de mi Ausbildung,
de la formación. August 2025 schließt es. Digamos que podríamos pensar en el segundo. En un segundo. Pero en, claro, una semanita. No hay una fecha exacta ni nada de eso, pero tampoco no, se puede no planificar. Me gusta planificar tampoco este tipo no de cosas. Se puede, entonces vamos aunque a ver. Aunque a mí me gusta, por ejemplo, una distancia, una abstand de 2-3 años está ok. Dos años me parece muy bien. 2-3 años está ok. Dos años y pico, sí. Eine Frage habe ich auch gestellt bekommen, und zwar heißt die Frage: Was schätzt du als Mama an dem Papa, also an Huli? Und das ist eine gute Frage. Das habe ich Huli auch noch nie gesagt. Deswegen sind so Videos gut, dann sagt man sich nämlich nette Sachen. Also ich liebe an Huli bzw. an der neuen Papa-Rolle, wo ich ihn jetzt entdecken darf oder neu wahrnehmen darf, einfach so sehr, wie zärtlich er mit Romeo umgeht, wie sehr er sich freut, wenn Romeo lacht. Das ist immer sehr, sehr goldig. Dann, dann sieht man richtig die Freude in Hulis Gesicht. Wie viel Spaß er schon jetzt mit seinem Sohn hat, das sieht man auch jetzt schon. Und man verliebt sich einfach ganz neu, finde ich, in seinen Ehepartner oder Partner, wenn man ein Kind hat. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber das ist mir passiert, dass ich es einfach so, so schön finde, wie er mit unserem kleinen Sohn umgeht, wie zärtlich er ist oder auch wie sehr er auf ihn aufpasst, dass er sich immer Gedanken um ihn macht. Ja, mit ihm auf Spanisch rede, das ist einfach richtig schön. Schaut mal, diesen Hund begrüßt Simba jeden Morgen. Hola! Jeden Morgen. Lille Hola! Ich muss noch sagen, dass ich mich sehr darauf freue, wenn Romeo irgendwann dann älter ist. Ich freue mich sehr darauf, wenn Huli mit ihm das erste Mal an den Strand geht, ihm das Meer zeigt, ihm seine Kultur zeigt, seine Sprache, sein Essen und ja, ihm einfach seine Wurzeln auch zeigt. Ich meine, Romeo ist halb Deutsch, halb Kubaner. Das hat schon was zu heißen. Das heißt, er muss auch seine Kultur von Hulis Seite kennenlernen und nicht nur den deutschen Part. Vor allem, wenn er dann irgendwann anfängt, auch Spanisch zu sprechen und sagt Mama, Papa, Coche, Cielo, Perrito. Darauf freue ich mich einfach unglaublich und saug jeden Moment auf, wo die beiden so zusammen sind. Und das halte ich täglich auf meinem Handy fest. Deswegen gibt es mehr Fotos von Huli und Romeo als von mir und Romeo. Das ist aber ein Fehler. Ich möchte auch Fotos mit meinem Sohn. Wir schließen dieses Video mit der Frage: Huli, wie hast du als Papa die Geburt erlebt? Wie hast du Rebecca wahrgenommen? Erzähl uns das. Muy doloroso, pero he visto la fortaleza que tienen las mujeres para traer a los seres humanos al mundo y nos vamos a entender. Súper impresionado por Rebeca, nunca la había conocido así, pero sí. So, das war's schon. Die Fragen sind so gut wie alle beantwortet. Wir hoffen sehr, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr so ein bisschen mehr Hulis Perspektive kennenlernen konntet und auch Huli an sich. Der kommt ja gar nicht mehr so oft in meinen Videos vor. Ich muss ihn immer ein bisschen sehr motivieren, ein Video mit mir zu drehen. Von daher, ja. Applaus an dich. Hiermit beenden wir das Video und wir vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt gerne ein Like diesem Video, wenn es euch gefallen hat, und ein Abo. Darüber freue ich mich oder wir uns sehr. Und dann bis zum nächsten Video. Adios.